Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn wir mal wieder on Tour sind, gibt es ein Standardziel, wo wir mal anhalten müssen, wenn wir irgendwie an Heilbronn vorbeikommen. Boah, es ist schon wieder spät abends, wir sind früh unterwegs. Kommst du immer spät. Immer spät, weil ich aber auch weiß, dass er nämlich immer hier ist, weil er ähnlich ist wie ich, der ist halt immer on Tour und wach und so weiter. Oder wie ist dein normaler Tag hier? Immer hier. Immer hier, ne? Immer hier. Ja, deswegen sind wir nämlich mal wieder bei Mutlu, Levella, Heilbronn. Keine Ahnung, was wir machen. Ist aber, glaube ich, auch nicht schlimm, weil du hast immer so viele Projekte und Autos da, dass ich da definitiv keinen Überblick drüber habe. Ich hoffe, du hast noch. Fast. Das war schon fast, zu lange überlegt. Das war also, wir vergessen das eine oder andere Auto mal irgendwo. Wüsstest du zur Sekunde, wie viele Autos hier stehen? Nein. Okay. Reicht. Reicht die Hand. Nein, nehmen wir nach einem mit, war richtig, ne? Aber so ein bisschen Überblick hast du schon noch. Oder musst du schon Excel-Tabelle führen? Ist schon anstrengend mittlerweile. Also ich habe mit verschiedenen Sachen schon probiert, so irgendwelche Zetteln reinlegen, damit ich weiß, was daran noch gemacht werden Achtung, muss. Achtung, Bremse leer, Achtung, zum Beispiel, drauf. Ja, solche Sachen, ja. Aber es ist mittlerweile anstrengend. Aber ja, wir haben es jetzt uns so rausgesucht und... Wie würdest du aktuell aber deinen Alltag so sehen? Wie teilst du das so auf in Bezug auf Felgen, Projekte, YouTube, Schrauben, Klamotten? Also YouTube ist bei uns wirklich eine Hobbygeschichte. Weil ihr macht ja schon 4 Videos die Woche, ne? Genau. Und es ist wirklich so eine Hobbygeschichte. Bei wir, also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, ja. Wie weit planst du vor, gerade für den einen Tag und so. Wir fangen jetzt gerade da irgendwas an zu machen. Dann sagen wir, Nico, holst du schon die Kamera an? Wird losgelegt. Und wir machen uns auch eigentlich nie vorher schlau. Manchmal falsch, ja. Und dann erzählst du halt irgendwas und dann war es doch falsch, was du erzählt hast, aber es ist so halt. Wir planen jetzt nichts groß. Ne? Bei uns ist es wirklich, es kommt mal vor, dass wirklich über einen Tag mal Video gemacht wird. Also immer wieder mal 3 Minuten dazu, 3 Minuten dazu, weil es einfach über den ganzen Tag abläuft. Aber ansonsten sind wir so relativ spontan und aber das reicht schon, um dann 4-mal die Woche ein Video zu kriegen? Ja, aber ich weiß nicht, ob jetzt jedes Video hier interessant ist für die Leute oder nicht. Nee, aber generell so, weil das ist ja schon theoretisch, dass dann eigentlich jeder Arbeitstag fast ein Video entstehen muss. Und da muss man ja schon ein bisschen am Ball bleiben. Also wir hatten auch Fälle, dass wir einen Tag 4 gemacht haben. Mhm. Ja, also kommt auf und dann geht 3 Tage mal gar nichts, weil du nur an einer Geschichte am Auto hängst oder so. Aber so weit geht's. Immer wieder haben wir auch mal ein Problem, natürlich ein Video rauszubringen. Wenn unser Cutter mal im Urlaub ist zum Beispiel und wenig vorproduziert, dann haben wir ein Problem. Oder wenn irgendwas mal ausfällt oder Sommerurlaub oder so, dann ja, aber ansonsten... Oder doch Frau und Familie auch mal irgendwas von... Gut, es ist mittlerweile sowieso jetzt mittlerweile mehr, dass ich da zu Hause bin und nicht mehr die ganze Zeit im Geschäft. Aber wir kriegen es jetzt noch so hin. Es ist ja viel da, es ist viel zu tun und... Weil das Felgengeschäft hast du natürlich zusätzlich auch noch Pulverei drehen und so weiter. Das ist nochmal eine andere Welt. Genau, ich weiß noch, wie man früher hat man dich ja ganz viel immer selber noch an der Drehmaschine immer gesehen. Noch. Immer noch, ne? Mhm. Ich weiß noch, wie du mit deinem Elektroding immer durch die Hallen geflitzt bist. Ja, den habe ich jetzt gerade erst gebohrt. Ich habe Reifen platt gehabt und jetzt habe ich Reifen besorgt. Nach einem halben Jahr fahre ich jetzt wieder damit. Krass. Okay, aber immer am Ball. Immer was los hier. Essen Motorshow auch am Start. Ja. Du weißt doch selber, wie es ist. Kümmerst du dich schon 2 Monate vorher drum? Ja, aber wirklich nur bei den Sachen, wo ich weiß, dass es nicht auch spontan und schnell geht. Genau. Ja, genau. Sonst so bin ich auch so der Typ in der Woche vorher und so mit alles zusammengepackt und so weiter. Also wir gucken schon in die Richtung, was nehmen wir mit, welches Auto sollte noch fertig werden, dass es nicht wieder eine Nacht vorher gemacht wird. Aber ansonsten werden wir Gott sei Dank auch relativ viel zu mitnehmen. Wir können nicht alles mitnehmen, aber wir haben genug Sachen da. Gerade so 1, 2 neue Sachen, wo halt jetzt erst fertig geworden sind, dass man die mitnehmen und dann ist. Aber ich fand definitiv, dass das Jahr, wo die Essen Motor Show nicht stattgefunden hat, hat es am Jahresende definitiv gefehlt. Ja, klar. Müsste jetzt deine, du warst auch das erste Mal da 2016, ne? Wo wir auch das erste Mal da waren, ne? Wo es doch die alte Halle war. Wo ich wegen euch Ärger gekriegt habe. Was? Nein, auf gar keinen Fall. Nicht wegen dir, aber wer war das damals? Mit dem Roller. Paul. Paul, gell? Das war der legendäre Roller. Da war aber noch richtig Party immer so, ne? Da war noch immer richtig. Eskalation, das war zu arg. Also das erste Messejahr war wirklich, waren wir nebeneinander und da war richtig. Was da weggegangen ist, das war krank. Ich meine 2016 war das. Oder 17. 16 oder 17. 16 oder 17. Ja. Egal. Ja, lass mal gucken gehen. Was so geht hier. Hier kannst du dich auch nicht von trennen, ne? Der F4, der... Keine Ahnung. Der bleibt. Weil so ein paar Autos hast du jetzt ja hier und da schon mal verkauft?
Ja, fertige Projekte sind ein paar verkauft worden und eher diese Originalfahrzeuge, jetzt zum Beispiel ein M5, der 500er, das sind so Fahrzeuge, die sind original und da kannst du nicht mehr machen und dann sage ich, was soll ich jetzt noch damit, weißt du? Und an alles, was du selber baust, da kannst du ja komplett austoben. Ja, weil die sind ja auch hoch im Kurs. Ja, und da siehst du, eingestaubt, Reifenblatt. Vorsteller. Ja, das sind aber so Sachen, wo mich jeden Tag ankotzen, wenn ich dran vorbeilaufe. Jeden Tag kotzt mich das an. Aber das ist am nächsten Tag immer noch so. Ja, ist halt auch mit Uli Schwarz. Also mein, jedes Mal bei den Messen, wenn du mit den Autos da ankommst, die dann alle dreckig sind oder so, Uni Schwarz ist halt auch die Hölle, so zum richtig geil sauber hinkriegen. Ja, vor allem, wenn eine Stunde vorher die Autos kommen und im Regen ausgeladen wurden. Ja, das war ja in Hannover die Leidensgeschichte. Nein. Beim PS Days. Nein, das war letztes Jahr. Morgens um 8 Uhr kam der LKW, bis 9 Uhr musste ich alle Autos reinfahren und putzen. Weißt du nicht mehr? Nee, aber wir sind auch S-Motor schon, meinst du? 8.51 Uhr oder so, haben wir das letzte Auto. Also. Stimmt. Die sind schon geputzt, also eigentlich sehen sie nicht immer so aus. Da war der Kollege schon da und der Robin hat sich schon ein bisschen aufbereitet. Den Fünfer, alles was so ein bisschen mitgeht. Wen auch überlegt, was wir mitnehmen sollen, der war ja schon auf der Messe, aber sowas muss einfach wieder. Ja. Das ist auch geil. Das ist ein bisschen breiter als original? Nein. Oder ist genau so E500? Ist der 500er. Gut, weil der so, weißt du, weil der hier so gerade so rauskommt, deswegen dachte ich, dass er noch ein Atömchen breiter ist. Der sieht so breit aus, weil er einfach so tief ist und die Räder so weit raussteht, ne? Aber hinten auch? Hinten ist er breiter. Hinten ist breiter, ne? Das sind dieser Teil hier ist genau der Kotflügel von vorne. Plus überkreuzt. Und die Tür halt dazu noch breiter. Sieht richtig schön Babo-mäßig aus, ne? Ja, da geht's ja auch weiter mit dem Auto, ne? Da geht's auch weiter mit dem Auto, da passiert jetzt auch noch was. Also der ist jetzt nicht fertig. Der ist jetzt nur auf die Begrenzer, muss man den noch machen und dann ist der auch getüft. Frage, wo du gerade TÜV sagst. Du hast dich ja schon die letzten Monate schon bei vielen Autos für TÜV eingesetzt. Fährst du trotzdem mit dem Autos? Nee. Liegt aber nicht einfach an der TÜV-Sache. Nein. Sondern weil einfach so dieses, ich will nicht sagen, dieses Fahren weg ist, sondern ich sag immer, man ist durch die Gegend gefahren, weil man immer so ein, der Weg war das Ziel. So, weißt du, man hat sich einfach in so ein Auto reingesetzt, hat einfach Bock gehabt, irgendwie, keine Ahnung, zu einem Treffen zu fahren, eine gemeinsame Ausfahrt und so weiter. Und das finde ich, ist auch dieses Jahr extrem wenig geworden. Zum einen mal komme ich nicht zum Fahren. Zum anderen merke ich, also einmal fahren, wenn er fertig ist, ja. Weil du das einfach mal erleben willst. Aber ich glaube mittlerweile, vielleicht liegt es an meinem Alter, ich weiß es nicht, das Bauen. Machen, tun, dass er fertig hier steht und ich kann ihn angucken. Ja, morgens hier reinkommen und einfach denken. Hört sich vielleicht doof an für manche Leute, wie kannst du das Ding nicht fahren? Ich bin dazu 3000% bei, aber bei mir ist es auch definitiv so. Ich habe da auch vollsten Spaß immer dran, das einfach erstmal zu bauen. Und dann zu genießen. Das Ergebnis zu genießen. So ist es bei mir auch. Und ganz ehrlich, also in Heilbronn habe ich keine Probleme, mit den ganzen TÜV eingetragenen Fahrzeugen rumzufahren. Da draußen stehen ja auch Autos, wo umgebaut worden sind. Aber ich habe immer Angst, irgendwo anders in der Stadt zu fahren, weil... Naja, kann immer... Bist ausgeliefert, ne? Kann immer angezweifelt werden. So. Und so weiter. Das war ein Turmbrett, gefällt mir. Auch ich finde den Türpacken finde ich auch geil. Das ist auch ein cooler Stil. Oh jo. Mischung aus glatt, Alcantara. Wie 30 im Prinzip. Also wir sind ja auch jetzt nicht, wir machen ja nicht in der Liga jetzt mit, wie du jetzt mit Oma Golf und so, ne? Wir sagen immer stabil bauen. Der könnte 600, 700, 450 reicht uns. Hauptsache, wir müssen nicht ein Motor jedes Wochenende rausholen. Das macht doch Spaß, oder nicht? Und dazu kommt auch noch, weißt du, meine Projekte würden jetzt ja hier aufhören, wo du dann erst richtig anfängst. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass du 5 Schrauber hast, die den ganzen Tag die ganzen Projekte schrauben. Gut, wir müssen dazu sagen, wenn das Auto beim Lackierer ist, dann ist er auch mal 3 Monate weg. Mhm. Aber wir stressen ihn auch nicht. Ja, der lackiert dann, wir bauen dann wieder zusammen. Motorumbauten machen wir hier, aber Karosseriearbeiten würden woanders gemacht. Und Das heißt, der ist für dich so fertig? 450 PS? Ja, aber der hat immer noch Probleme. Der ruckelt manchmal und manchmal ruckelt er nicht. Und
Kennst du das, wenn du ständig an einem Auto rummachst und es funktioniert nicht, dann lässt einfach mal stehen. Ja. Dann gehst du einfach vielleicht nach einem halben Jahr wieder ran. Ja, irgendwann reicht das. Ja. Weil sonst raubt er dir die ganze Kraft und kotzt dann jeden Tag nur ab und es ist so ein Auto. Ja. Wo ich die ganzen Autos hier sehe, erinnere mich daran, wir haben vorhin schon einmal drüber gesprochen, müssen wir einfach mal ein paar Szenen von einblenden. Mutlu hat vor ein paar Jahren, wo du eigentlich noch gar kein YouTube gemacht hast, hast du einfach mal auch Spaß mit deinen ganzen Autos und Drag Race auf dem Flugplatz gemacht. Gott, das waren andere Autos. Das war was ganz anderes. War der krasse Autos, weil es war eigentlich alles dabei, was man mal so vergleichen könnte. Müssen wir mal einblenden, weil das war damals auch schon ziemlich, ziemlich krank, die Junge. Ja, aber ob du mir glaubst oder nicht, ich habe an kein. Oh, zwei Autos heule ich vielleicht ein bisschen nach. Der Nissan GT-R, dem heule ich ein bisschen nach. Und vielleicht ja den C63 Coupé, der mir dann auch geklaut wurde. Ja. Ansonsten diese ganzen Sportwagen, ich brauche das. Warum die beiden Autos? Also, was waren denen? Alltagstauglich und mega. Also, so auch gerade der Nissan GT-R ist in meinen Augen immer noch so ein Monster. Ne? Der Klang. Gerade letzte Woche auf dem Grip-Event waren zwei GTRs, das waren beides so mit die letzten, weil jetzt ja irgendwie nicht mehr gebaut wird. Einmal Nismo und einmal ein sogenannter T-Spec, wo es eigentlich nur 7 Stück irgendwie für Amerika gab und einer für Europa. Die sollten beide, werden wohl mittlerweile mit 500.000 Euro gehandelt? Nee. Doch, die sind richtig brutal teuer geworden. Ich weiß, dass die GTR-Preise hochgegangen sind. Aber überleg mal, 500.000 für GTR. Wo du dann ja so vorstehst und du siehst natürlich, dass die über die Jahre Nuancen neuer geworden sind, aber das Grundauto ist ja schon eigentlich seit dem ersten Tag ähnlich. Deswegen verstehe ich die Preise teilweise so, nicht. Ne? Also wirklich dachte ich auch so, und das ist ja jetzt kein jetzt hier Oldtimer, Youngtimer, aber das passiert ja auch mit den ganzen limitierten neuen Autos, ob das jetzt Ferrari ist, Lamborghini, die spinnen ja. Alles sehr überpreist jetzt aktuell, ja, aber wie lange das noch so geht, ist die andere Geschichte. Felgen finde ich geil hier. Das sind unsere Noträder. Ja, aber ich fand die ursprünglichen Felgen schon immer geil, so, aber die auf neu gemacht finde ich auch cool. Mir fällt auch gerade extrem viel auf, dass viele Leute jetzt mittlerweile so auf dieses Retro-Felgen gehen, machen aber viel Gussfelgen. Also nicht hier Schmiedestern und das und jenes. Deswegen wollen wir das aber auch so beibehalten, dass wir wirklich individuelle Felgen bauen können. Und nicht von der Stange. Was bei dir auch immer krass ist, du bist halt auch noch nach wie vor einfach ein Luftfahrer, ne? Nicht immer. Aber schon viel. Wir bauen schon welche wieder zurück. Echt? Nee, weil es ist halt einfach so, abgelegt sieht so ein Auto halt immer geil aus. Das ist aber TÜV. Muss man halt einfach immer so sagen, ja klar, aber... Ja, sieht gut aus, okay, aber hier kannst du es auch fahren, da kannst du es auch fahren, weil das sind keine heiße Buden, ja. Aber da zum Beispiel, haben wir es probiert, geht gar nicht. Keine Chance, dass du mit diesem Fahrzeug mit dem Luftfahrwerk fahren kannst. Viele werden sagen, doch, das geht. Mit der Leistung einfach nicht. Wobei der 7er sieht schon fett aus, oder? Ich finde den wunderschön. Vor allem hinten das Rathaus, das gefällt mir sehr. Wie werden die Modellreihe so gehandelt? Kann man solche Autos noch einigermaßen von Opa irgendwie kaufen oder sind die Zeiten auch schon vorbei? Vom Opa kann ich bestimmt noch irgendwas kaufen. Aber die Autos, also ich sag jetzt mal so, wo wir mit diesem Projekt angefangen haben, waren die teilweise bei 3.000, 4.000 Euro. Ja. Jetzt sind sie vielleicht bei 6, 7. Also wenn sie jetzt keine Schrotthaufen sind. Aber ist jetzt noch nicht so, dass sie alle, keine Ahnung, 15, 20 Aufsätze drücken? Also richtig gute. Mit richtig top Zustand. Also wenn es jetzt mit Mängeln, mit siebter Hand, achter Hand... Die gab es auch mit 12-Zylinder, ne? Ja. Aber die V8 sind beliebter. Weil die 12-Zylinder nicht wirklich viel schneller sind. Ne? Das ist halt schon geil, ne? Aber V8 hört sich halt besser an und hat diese thermische Probleme nicht. Kannst du auch mal. Wen hier an dem Auto, der ist eigentlich komplett fertig, außer das Ding hier. War das original so? Also die Lederfarbe von innen und so, oder hast du das so gemacht? Nein, das ist eine Originalausstattung. Wir haben sie nochmal lackiert. Wir haben die Sitze ausgetauscht gegen Sportsitze und haben sie einfach nochmal lackiert. Bin absolut kein BMW-Profi. Gibt es von dem 7er einen normalen und einen Facelift? Das ist Facelift? Umgebaut auf Facelift. Die Scheinwerfer, so ein paar Kleinigkeiten, Schweller und so. Ja, weil der, finde ich, sieht irgendwie gerade so krass, ich will nicht sagen anders aus, aber so, weiß ich nicht.
haut mich irgendwie um, das Ding hier. Weil hier auch die Radläufe höher sind, ne? Und das ist halt ein brutaler Unterschied, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an Barren 2.0 hier so ungefähr. Ne? Der deutsche Barren. Der deutsche Barren, ja. Ist so ein Auto, wo man halt einfach mit losfährt und... Ja. Solche Kisten gab es für 3.000 Euro? Mhm. Krass eigentlich. Mit ein bisschen Baustelle halt, ne? Ja, ja, klar. Der war ja vom Zustand her nicht mehr so toll oder so. Wenn man sich mal jetzt so überlegt, wie viel... Also, es gab ja auch Zeiten, wo man selbst keine 3.000 Euro für so ein Auto hätte ausgegeben, mhm, ne? weil man sich gesagt hat, ja, für so ein Auto 3.000 Euro. Mhm. Aber jetzt so, wenn man so weiß, was aktuelle Autos so kosten und so, wie viel Auto man da so für 3.000 Euro bekommt, ne? Mhm. Das Ding hat alles. Sag mal so, es legt 10 hin und du hast das Auto wirklich in sehr, sehr guten Zustand. Geil. Und es ist viel Auto. Also du hast Ausstattung, du hast alles drin, ne? Auf dem Weg zum Hotel auf jeden Fall erstmal mobile auf. Und die gibt es auch noch als Langversion, das darfst du auch noch vergessen. Ja. Mhm. Finde ich zum Beispiel auch brutal schön. Gibt es den auch in Gold von außen? Bestimmt. Ja. Ach, guck mal, hier, Aloswerbung. Ja. Ach, Mensch. Mach hier. Nee, aber ich finde ihn genauso. Da ist auch wichtig, egal was wir an deine Autos umbauen, du siehst eigentlich, wenn du drin sitzt, nichts, was eigentlich umgebaut, also jetzt anderer Motor. Der hat jetzt einen Originalmotor, aber bei dem zum Beispiel das Luftfahrwerk, ich habe keine Anzeigen irgendwo, sondern ich habe es am Telefon. Mhm. Also an meinem Telefon da in der Mitte, da zeigt es dann an, wie viel Druck die Fahrwerk hat. Könnte man den aber so auf der Tiefe ohne Luft rollen und einlenken? Also theoretisch fast fahrbar, vielleicht einen Zentimeter hoch und dann könntest du ihn so überfahren? Nein, so kannst du, also... Rollen kannst du so, ist TÜV-mäßig so, ist richtig. Ein Zentimeter höher, kommt drauf an, wo du fahren willst. Ja, also jetzt weil wenn du drunter guckst, ist eigentlich nicht mehr viel Platz. Ja, ach so, okay, weil wenn ich ihn jetzt so als Cruiser mit dem Gewinde... Ja, auf der Höhe geht. Bisschen höher. Ist das 21 Zoll, ne? Oder das 20? Sind 20. Ja, und sonst sitzt der Radlauf ja ungefähr auf der Höhe, ne? Eigentlich wäre das Rad, die Kotflügelkante wäre hier. Ja. Und das gefällt mir nicht. Auch beim 5er genauso. Ja. Ah, so hoch ist der Radlauf, ja, genau. Ja, der ist normalerweise hier. Ja, E34 ist komplett erhöht worden. Und E38 haben brutal tiefe Radläufe hinten. Durch BMW, aber das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich den auch gerade so geil finde. Wenn du jetzt einen Original daneben stellen würdest. Ja, der Originale hat optisch immer einen Hängearsch. Dann würdest du sagen, was ist das denn, Alter? Ja. Gut, vielleicht. Also viele denken, das ist Original, bis sie es andere sehen. Ja. Hier, das ist aber Original. Das ist diese leichte Spoilerkante hinten. Ja. Serie, also ganz normal, original. Ich komme noch halt leider aus einer Tuning-Zeit, wo genau das war ein Auto. Da hätte man sich am Wochenende mit 3-4 Leuten reingesetzt, wäre ein bisschen durch die Stadt gecruist, hätte ein bisschen Mucke laufen lassen. Ne? Ja, so typisch, ja. Man hätte sich einfach gefreut, dass das Ding an jeder Ecke aufsetzt, dass es macht und finde es einfach geil. So, das waren die. Das ist jetzt typisch original. Mhm. Verstehe. Ja. Und dadurch haben wir halt direkt einen Hängerarsch, wenn du die tiefer machst, ne? Mhm. Mhm. Tatsache. Also hier fehlen bestimmt 2 Finger, 3 Finger so, ne? Das sind 6 bis 7 Zentimeter, ne? Ja. Und hier dasselbe. Ja. Weil mir das einfach bei so, vor allem bei langen Autos nicht gefällt, wenn du das mit dem Radkombi gleich haben willst, dann steht das Auto so. Ja. Und bei dem ist es genauso gut. Und deswegen kriegt der jetzt Gewinde. Mhm. Der kriegt auch noch einen Getriebeumbau auf 6-Gang. Weil das ist ja der Turbo-Umbau. Guck mal, schon wieder Aloswerbung. Oh Mensch, unsere Turbo-Windeln hier drin. Einfach nur schön gemacht, ne? Das Ding habe ich eigentlich geschenkt bekommen. Das Auto. Welches Baujahr ist so, Anne? Das ist ein 91er. Und der? Der ist 94, glaube ich. Der. Das ist alles, was Richtung so H-Zulassung geht. Gut, der kriegt jetzt keine. Der mit den Felgen mit Luft schwierig, aber... Das ist auch im Prinzip auf 900 PS der Motor aufgebaut, der Block, komplett verstärkt. Und dann kann ich mit dem einen Steuergerät auf der Rennstrecke fahren mit 620 PS oder mit dem straßenzugelassenen Steuergerät auf 450 PS. Aber kriegt man schon so eingetragen? Das ist eingetragen. Ist alles abgenommen. Cool. Okay. Ich finde es halt geil, wenn du in den Autos fährst, du willst nicht ewig in dem Auto sitzen, weil du das einfach diesen Komfort schon gewohnt bist von neuen Fahrzeugen. Mhm. Da geht's, weil du alles drin hast. Und da willst du auch nur cruisen, da willst du nicht Vollgas fahren. Was halt bei dir ist halt mittlerweile auch krass, dass das alles so vollkommen normal ist, aber so oft sieht man solche Autos ja eigentlich heutzutage auch nicht mehr. Also eigentlich gar nicht. Wo gibt's mal so ein Auto mit Turbo-Umbau, ne? Was mich aber wundert. In einem Dreier oder so, ja klar, aber in so einer Kiste ist das ja schon normal. Ja, ist nicht im Alltag. Es gibt viele, aber die siehst du nicht auf der Straße oder so.
Was mich halt wundert, dass wie viele Leute jetzt gerade auf die alten Autos aufsteigen. Ja. Ich rede von einer jüngeren Generation. Ne? Mhm. Ich sage immer, also ich habe auch mit alten Autos angefangen. Mein erstes Auto war ein Golf 1 GTI. Ja. War damals älter als ich selber. Den hast du immer noch. Genau, habe ich immer noch. Ich behaupte, die Leute heutzutage, wenn du heute ein neues Auto kaufst, also der 18-Jährige wünscht sich heute ein Auto, was maximal 5 Jahre alt ist. Damals war es 20 Jahre schon alt. Stimmt. So, ne? Und da sieht man mal, aber das wird wieder kommen, weil ich finde es auch geil. Ja. Also ich war jetzt auf ein, zwei Treffen, mich hat es gewundert, wie viele Leute, jüngere Leute, mit älteren Autos kamen. Mhm. Ja, ja. Ja. Ich bin auch froh, dass ich mit dem alten Auto angefangen habe. Geil. Ja, die SL fand ich immer geil. Fand ich immer cool, die Dinger. Sind jetzt auch wieder bekehrt, ne? Extrem bekehrt. Da kam aus Japan, da das Ding war fertig. Weil guck mal, auch gerade so, wenn man jetzt gerade den so stehen sieht, das ist ja auch eine Karosserieform. Die gab es ja wirklich nur einmal und halt genau nur so auf dem Auto. Mhm. So, diese lange große Haube, dann aber schon vorne schon eckige Scheinwerfer. Mhm. Dann so eine Stoßstange, die aber immerhin schon so ein bisschen rund mit Luft einlässt und so weiter ist. Ne? Aber wobei das Auto jetzt nicht alt wirkt, ne? Nee, gar nicht. Obwohl der jetzt auch schon fast 30 Jahre alt ist. Ne? 90 Jahre alt, ne? Mhm. Wirkt halt genau nach 90 Jahren. Ja. Was halt aber cool ist, weil man sich überlegt, wie viel 90er Jahre du hier eigentlich hier drin stehst. Auf jeden Fall alles eigentlich. Ja, ne? Passt. Bis auf den Vierer. Ja. Der Vierer Golf, ja. Und der RS4, ja. Ja, ist grenzwertig. Ja, aber. Der Vierer Golf ist schwarz-metallig, ne? Nein, das ist ganz komisch, weil es so blau-schwarz so. Geht, aber es gilt schon als schwarz, oder gilt als blau? Ja, ja, ja. Nee, schwarz, nee, schon ja. Schwarz, ja. Krass, ne? Wie nicht schwarze neben den ganzen Uni-Schwarzen auch das Bauch. Ja, ja. Was ist das hier? Das ist eigentlich was ganz, ganz Wertvolles. Es ist ein echter AMG. Ja. Der ist uns zugelaufen. Keine Stoßstangen dran, kein Tacho dran, keine Abgasanlage, der falsche Motor drin, der AMG-Motor war nicht mehr drin. Mhm. Mhm. Jetzt sind die Sitze gerade komplett beim Satteln. Die machen wir ein bisschen frisch und neu und anders. Mhm. Tacho habe ich gefunden in Frankreich für 1200 Euro. Echt so toll, ne? Also ich habe ewig gesucht und das war das einzige Tacho. Und dann habe ich gesagt, wenn das Ding jetzt nicht kaufst, weißt du nicht, wann wieder ein Tacho ins Netz kommt. Ja. Vor allem so viele gibt es nicht. Also ich glaube 130, 150 Stück AMGs, 190er. Ja, gab es ja gar nicht viele von. Was war da noch mal drin? 3 Liter irgendwas? Ne? 3,2. 3,2. Und der Motor ist jetzt beim Motorenbauer, der wird komplett gleich auf 3,6 jetzt umgebaut. Also ein 3,2er Motor, den hat man aber noch bekommen, das ging. Das ist nicht so. 3,2er Motor kriegst du auch nicht mehr. Also es war, da war ein 300er Motor drin. Der normale M103 Motor war da drin und wir haben den aufgemacht, um zu gucken. Und es war wirklich ein normaler, den hätten sie irgendwann reingehängt. Und der war auch leicht bei Unfall. Der ist schon komplett neu lackiert. Alles frisch gemacht. Und jetzt warten wir nur noch auf den Motor mit 3,6 Liter, dass wir zumindest mal die echte 230 PS erreichen, weil du die Herren nie die 230 PS gehabt mit 3,2 Liter. Okay. Aber schon mit Klima, mit Tempomat und so. Und der wird definitiv auch irgendwann verkauft, was ich beim Evo 2 Umbau, bei dem Fake-Fahrzeug, eher nicht denke. Mhm. Weil das ist ein Auto, der soll auf der Straße fahren. Das ist ein echter Original, das soll ein Sammlerstück sein. Bei uns hat er nicht viel verloren, sage ich mal. Und aber so AMG-Stoßstangen und sowas kriegt man schon. Es gab zwei Ausführungen, einmal Exterio und ohne. Mhm. Also nur Technikpaket, Bremsen, Auspuff, Motor und so weiter und einmal mit außenrum Bodykit. Das heißt, das war Basis waren immer 2,6er, das heißt, der hat gekriegt auch die normalen 2,6er Stoßstangen wieder dran. Mhm. Also optisch hat der keinen Einblick gehabt. Ja. Ja, aber wenn ich mir schon immer überlege, also zu mir kommen die Leute schon an und sagen, ey, wie hast du die ganzen Projekte im Kopf, dann ist das ja hier nochmal eine andere Liga auf jeden Fall. Ja, ich beschäftige mich auch viel damit. Ne? Auch wenn ich beim Drehen bin, beschäftige ich mich mit Projekten. Hier mal AMG, da mal Benz, ja. Dann mal Audi, dann mal 2er Golf. Respekt. So bleibt der Kopf auf jeden Fall fit. Wie man es nimmt, ja. Was glaubst du, was so einer in komplett fertig wert ist? Boah. Jetzt kommt die Frage. Das ist eine schwierige Sache. Es sind drei Fahrzeuge inseriert. Genau, also da wird natürlich, wenn drei Fahrzeuge inseriert sind, ist das natürlich immer so Angebot-Nachfrage. Mhm. Jeder schreibt da erstmal eine Zahl drin. Der billigste ist 50, der teuerste 99. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt so. Aber siehst mal, was wir. Ja, aber so in dem Dreh hätte ich auch auf jeden Fall gesagt. Ja. Das glaube ich schon. Gut, da geht auch viel Geld rein. Ne? Alles neu, Motor neu, innen neu, außen, alles neu lackiert. Deswegen, nee, das hätte ich auch. Die Farbe ist aber original. Mhm. Ich habe es auch in der gleichen Farbe nochmal lackieren lassen.
Wobei ich die Farbe hasse. Ne? Grün ist für mich, geht gar nicht. Ja, am liebsten hätte er ohne schwarz werden müssen. Ne? Deswegen wird er auch verkauft. Ja. Nur die schwarz hätte es im Wahrscheinlich. Aber klar, wenn es so wenige von gibt, dann... Ja. So, und hier dein Sorgenkind. Mein erstes Projektauto eigentlich, mit YouTube. Mhm. Oh, wie lange auch mittlerweile? 3 Jahre? 2 Jahre? 3 Jahre jetzt insgesamt, ja. Jetzt ist er fertig. Jetzt ist er fertig. Gut, 1,5 Jahre haben wir nur mit Technik. Da war ja schon auf der Messe gestanden, 2019? 2019, ja, manchmal auch. Aber mit dem 2,6er Motor, mit dem originalen Motor. Optik war fertig, aber keine Technik verbaut. Ja. Und da haben wir auch jedes Problem gezeigt. Also wenn, ich wünschte, es hätte jemand vorher so einen Umbau gemacht und ein Video gezeigt. Ne? Ja, dann wäre es für dich einfacher gewesen. Ja, aber jetzt haben wir Lösungen, jetzt könnten die Leute im Prinzip das 1:1 nachbauen. Ne? Mhm. Und da hat es auch für den Motor hat's auch ein Auto geschlachtet, richtig? Ne? Ja, das ist Spender. Ja. Der zählt, aber der war fertig. Ja. Da war mehr Rost wie Lack. Und was waren jetzt rückblickend das größte Problem? Was hat dich am meisten Kopfschmerzen gemacht? Steuergerät. Schon Elektrik? Mhm. Ach, krass, das ist in den Baujahren schon so... Ja, das Steuergerät ist ein... Scheiß Steuergerät. Also die Baureihe, da kannst du keine Wegfahrsperre rausmachen, da kannst du nicht umschalten auf Schalter, da kannst du gar nichts machen an diesen Steuergeräten. Deswegen haben wir ein Modul verbaut, ja, wo praktisch im Steuergerät alles nur vorgaukelt. Mhm. ESP vorgaukelt, Automatikgetriebe wäre da und alles in Ordnung. Also so eine Dauerschleife hängt da drin. Ansonsten geht es nicht. Und das hat auch ein Berufsschullehrer gemacht. Schöne Grüße nochmal an Chris. Der sich lange damit beschäftigt hat und dann auch die Lösung dafür gefunden hat. Ne? Weil sonst fährt das Ding die ganze Zeit Notlauf gar nicht. Der Kompressor geht nicht mit an. Also er läuft zwar, du kannst damit ganz normal fahren, aber ohne Kompressor. Ach krass. Und der Kompressor schaltet nur frei, wenn alles, alles weg ist. Alles feedbackmäßig zurückgibt. Ne? Und sonst so fährt aber, findest du geil, also fährt... Ja, der, er hängt gut am Gas, ja. Er hängt gut am Gas. Wir haben ihn jetzt leicht gedrosselt. Echt? Ja, 20 PS haben wir ihn gedrosselt wegen dem TÜV. Mhm. Weil er sonst über der 40%-Grenze ist. Ja, 20 PS jetzt mehr oder weniger in dem Auto. Jetzt sagst du 330 PS statt 350. Weil er muss schon gut durchrennen hinten, oder? Ja. Ja. Und vor allem leicht. Ne? Ich glaube, wir haben ihn gewogen mit 1180, wenn es nicht gewichtmäßig sowieso immer interessiert. Das wäre halt, wenn das wäre halt geil gewesen bei uns in Hannover auf dem PS-Test, die ganzen Autos da mal ein bisschen hoch und runter zu ballern. Ne? Mhm. Aber klar, wenn man selber auf der Messe ist, hat man natürlich... Am Haupttag, am Samstag auch. Da lief er noch nicht. Also da war er noch nicht fertig mit dem. Da war er nicht fertig, okay. Der war noch nicht fertig. Jetzt ist er fertig. Jetzt praktisch tun wir ihn gerade für TÜV alles vorbereiten, alles nochmal anschließen, dass alles auch funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob die Scheinwerfer noch gehen. Ja. Aber. Ob noch Sprit und Öl drauf ist? Ja. Aber dann ist es auf jeden Fall. Und mir ist es wichtig, immer alles mit TÜV zu bauen. Mhm. Was denkst du, wie lange machst du das Ganze noch so? Also ist es schon noch so, dass du jeden Tag herkommst und sagst, boah, geil, heute wieder Projektautos bauen und so weiter? Oder gibt es auch so Momente, wo du mal sagst, boah, woher tue ich mir das eigentlich dann? Hast du bei jedem Problemfall, denkst du mal nach und sagst, oh, eigentlich nicht. Aber jetzt mittlerweile habe ich mich so daran gewöhnt, dass wenn es wirklich ein Problem gibt, stelle ich ihn weg. Wegstellen, ja, fertig. Ja. Und dann nimmst du es in 3-4 Monaten nochmal in Angriff. Irgendwann wieder. Weniger genug zu tun, daher stellst du es einfach weg und davon willst du in dem Moment nichts wissen. Dann unterhältst du dich ja auch immer wieder über das Auto und dann kommen ja auch vielleicht mal Lösungen. Ne? Aber es macht Spaß. Allererste ABS-Generation. Mhm. Ja, wenn du aber jetzt bedenkst, das Ding stand ja 2019 auf der Messe, wie viele Umbauten es ja mittlerweile gibt. Also ich sehe es ja immer wieder, ja, wenn ich markiert werde oder sonst irgendwo, wie viel Evo 2 Umbauten, also Fakes. Ja, ja. Ist schon viel mittlerweile. Ja, vor allem dieses Jahr sprießen die aus dem Boden. Ne? Das ist ja. Ja, weil jetzt wahrscheinlich die ersten so ein bisschen durch YouTube wissen, wie, wo, welche Teile, was ist komplett Müll, was kann man so einigermaßen machen. Es gibt ja schon 2-3 Lieferanten mittlerweile. Und gut, mit dem Motor noch nicht. Mit dem Motor noch nicht. Aber hier werden auch andere Sachen kommen. Nach und nach. Ja, die richtigen Freaks werden natürlich wahrscheinlich auch wieder sagen, da gehört eigentlich ein Vierzylinder rein. So, wo ich dann immer sage, scheiß drauf, muss geil fahren, muss Spaß machen, so wie man es halt selber cool findet. Und ich glaube halt schon, dass so, dass das Welten so für deine Einsatzzwecke ist, das so definitiv genau der richtige Motor. Das Ding hat richtig... Ist auch ein beliebter Motor. Also der läuft auch gut. Der ist auch in einem Spenderfahrzeug sehr gut gelaufen, ne? Wo ich positiv überrascht war. Und du kannst ja nochmal bis 400 PS locker. Ja, ja. Mit ein paar Kleinigkeiten, was wir für Raphael brauchen werden. Geil.
Okay, komm, jetzt gehen wir nochmal in die Werkstatt gucken. Gehen wir auch so rum, oder? Die nächsten 8 Projekte. Draußen ist dunkel. Also ein, zwei Autos wären eigentlich hier, wo ich gesagt hätte, die müsste ich mal fahren. Mhm. Gerade draußen der E36 mit dem N54 Motor. Mhm. Hier ist heute bei uns ein bisschen drunter und drüber, weil wir Wintergeschäft und Projekte V6 Turbo mit Porsche in der Ausstattung. Das Video habe ich noch nicht gesehen. Wo du diese ganzen Projekte immer herziehst. Corrado ist ja nach wie vor Marios Traum, so. Der wollte auch immer noch mal ein Corrado kriegen. Guck mal nur rein. Ja, ja, musst du reingucken. Ich kenne das Video. Ja, ja. Geil. Mit dem 996 Cockpit. Vorhin gesagt, Armaturenbrett und so, ne? Mhm. Ja, schon. Also ein bisschen Bastardbude ist es schon gewesen jetzt. Wie bist du da reingekommen? Das ist halt das Coole. Jedes Auto hat hier so ein bisschen Geschichte, ne? Ja, der war auch irgendwie inseriert und nee, der wurde mir von einer von den Zuschauern gezeigt, über eBay Kleinanzeigen, dass sein Kumpel den jetzt verkauft, weil der nicht mehr gelaufen ist. Ja. Und dann haben wir uns da mit ihm kurz geschlossen, dann haben wir das Auto gekauft, weil es auch vom Preis-Leistung gut war. Ist aber VR Turbo? Ja. Aber Serie, Block und. Im Prinzip haben wir nur im Vorderbau ein bisschen die Kühle und so weg, weil hier alles mit dem Ölkühler voll war. Ja, Und wir ein bisschen Probleme mit der Temperatur und so gehabt haben, mit Öltemperatur. Aber ja, jetzt so ein paar Sachen ist jetzt gemacht worden, aber wir wollen den jetzt auch lackmäßig nochmal frisch machen. Weil so Corrados werden auch nicht gerade billiger. Nee. Vor allem VR Turbo, ich sage es nach wie vor immer mein Favorite vom Fahren her. Finde ich übergeil. Der Oma Golf, ne? Ja. Was bist du jetzt damit gefahren zuletzt? 317. Wie fühlt sich das an im Auto? Also das Krasseste, was ich selber jemals gefahren bin. Vom Gefühl her im Auto? Mhm. Nimmst du es wahr in dem Moment? Du verstehst die Welt nicht mehr, weil es ist ein Unterschied, keine Ahnung, in 1500 PS geht der oder Limo in besten Zeiten, das Ding drückt ja unten raus so und wird dann weniger. Mhm. Das ist vom Fahrgefühl her was anderes, wie wenn es genau andersrum kommt. Mhm. Das heißt, je schneller du wirst, je krasser beschleunigt das Auto. Das heißt, man selber kriegt ja automatisch schon logischerweise immer mehr Angst, je schneller du fährst und dann wird auch die Beschleunigung immer viel mehr. So gefühlt der fünfte Gang schneller wie der dritte. Genau. Ja, okay. So, ne? Und dann in dem Auto. So, und dann schreit dich alles an und wirklich. Das hörst du aber auch, wenn du am Start stehst, dass das Ding vierte, fünfte Gang so brutal schnell wird. Das ist krank, richtig, wenn du da stehst. Das ist. Ich glaube, als Beifahrer scheißt du in die Hose. Ja, als Beifahrer wirst du, also wenn du so einen Notgriff hättest, sage ich, 9 von 10 Leuten würden den definitiv abbeißen. Einfach ziehen. Mhm. Also würden einfach so, sagen, ja. Abbrechen und würden sagen, nee, ist gut. Ich glaube auch, dass 9 von 10 Leuten, also zum Glück machen wir das Ganze ja mittlerweile auf dem Flugplatz, auf der Rennstrecke und nicht auf der Straße, weil ich behaupte, auf der Straße würden 9 von 10 Leuten einfach vom Gas gehen. Die würden bei 260 im fünften nicht stehen lassen. Mhm. Weil das so, es fühlt sich wirklich so an, als wenn das Auto in der Mitte durchbricht und der Motor fährt vorne weg. Und du hängst so an dem Motor hinten dran. So fühlt sich das an. Weil es ist halt Frontantrieb, fährt halt, das zieht dich so weg. Mhm. So, ist brutal. Das Gute ja, in so einem RS6 ist 300. Ist egal, ja. Also merkst du nicht genau. So, ne, in so einem Auto, aber in einem Dreiergolf. Auf 800 Pengmeter. Genau, plus die Beschleunigung dahin ist einfach. So schnell macht das Ding oben raus Meter. So, krass. Auch so diese Akustik, die sich so von Gang zu Gang, weil jeder Gang kommt übertrieben gesagt nochmal ein Bar oben drauf. Diese Akustik ändert sich einfach so, ne? Deswegen. Ja, das ist unser E30-Projekt. Wir hatten ja mal ein E30 M3 Umbau mit einem E46 M3 Motor drin. Ja, ja, ja. Der ist ja verkauft. Und jetzt haben wir einen Facelift E30 und einen Vor-Facelift. Der hat jetzt einen 323er vom E36 Motor bekommen, der sicher auch schon die Aufkleber, GP Power, ja. Kompressor-Kit komplett. Mhm. Kriegt nochmal einen M-Technik 2, wird neu lackiert, neu gesattelt, alles einmal neu gemacht. So, das übliche Levella-Umbau-Kit hier. Ja. Und der andere E30, der kriegt im Prinzip den gleichen Umbau wie vorher, aber nicht mehr mit Originalteilen, weil du kriegst nichts mehr. Ja. M3, da kommen Carbon-Teile ins Spiel, auch mit schöne Sachen, also da ist alles und, so geplant. Und warum einen verkaufen und dann wieder aufbauen? Hast du dich hier rückwirkend dann geärgert, den verkauft zu haben, oder? Wir können nicht alles behalten. Wir müssen ja auch irgendwie das reinvestieren und oder irgendwas muss dann auch wieder weg. Und das Auto war fertig. Und mir ist es auch ganz wichtig, wer ihn nimmt. Weil E30 mit S54 ist ja eigentlich auch ein Traum. Ja, der steht aber jetzt wieder da. Der wird gerade umgebaut.
auf Turbo. Mhm. Also der Kunde wollte das so, dann haben wir gesagt, okay, hätte ich jetzt persönlich nicht gemacht. Ja. Aber der Kunde will das so, weil es eh ein Fake ist, ne? Also von Basis her. Und dann haben wir gesagt, okay, mach mal. Mhm. Ach Mensch, ist ja schon fast wie in einer heimischen Werkstatt, du. Ja, machst du hier auch Unterboden wahrscheinlich, ne? So hatten wir den Oma, so hatten wir Oma Golf tagelang stehen. Allerdings hatten wir so ein geiles Traversenkonstrukt von meinem Messezeug gebaut. Stimmt, habe ich mal gesehen, ja. Weil wir auch halt hier drunter mussten wegen Unterboden und so, ne? Deswegen. Aber klar, Paletten ist natürlich auch immer. Mhm. Straight Pipes sind auch schon dran. Ja, also die Abgasanlage kommt jetzt als nächstes Projekt, also als nächste Ding morgen. Die Schwelle muss man hinmachen, dann ist dieses Auto eigentlich auch fertig. Mhm. Wir warten jetzt nur noch auf die Felgen. Der wurde auch komplett, der war 18 Jahre gestanden. Untenrum Rost, oben Rost, an der Scheibe und so. Alles gemacht, neu gemacht und neu lackiert. Und alles tiefschwarz natürlich. Gibt es bei dir noch so Momente, wo du dir die Farbe überlegst oder steht eigentlich schon schwarz immer fest? Ich glaube, bei dir ist sogar schwarz fast noch krasser als bei mir. Also ich denke ja schon immer noch so drüber nach. Ich habe mittlerweile ein Auto grün lackiert. Den AMG? Mhm. Weil er vorher grün war und fühlt sich farbisch häuslich. Und den M5 habe ich in rot lackiert, weil er rot war. Ja. Also das sind Originalfahrzeuge, die musst du so machen, sonst total Blödsinn, was du machst. Und ich habe jetzt einen Golf 3 anders lackiert. Mhm. Weil ich gesagt habe, schwarz geht ein 3er Golf einfach unter. Findest du? Na, ein bisschen. So mit den Schwarz-Kunststoffteilen und so finde ich das. So GTI V6-Teil. Ja doch, in Schwarz sind die auch schon schön. Das ist ja das Problem, ist, Schwarz geht halt einfach bei jedem Auto. Nicht immer. Auto, wo Schwarz gar nicht geht? Bei manchen Autos, finde ich, geht's nicht. Bei kleineren Autos geht es ein bisschen unter, finde ich. Mhm. Bei so riesen Dinger, wenn die dann auf dem Boden liegen mit riesen Rädern, also, und so, ist anders. Ist klar, es gibt natürlich Autos, wo die Autos, die in einer anderen Farbe vielleicht besser wirken, aber ich finde, es gibt kein Auto, wo schwarz, unischwarz, nicht geil auch aussieht. Ja, aber beim Dreiergolf haben wir gesagt, komm, wir müssen uns auch mal ein bisschen der Farbe widmen, andere Farbe. Außerdem die Farbe, was der Dreiergolf jetzt gekriegt hat, ist wirklich, gefällt mir gut und ist ein sehr guter Kontrast zu schwarz. Ja, gerade die Stoßstange alles matt lackiert und so. Also ich finde es gut, ich feiere das Ding jetzt so, wie es ist. Wie macht ihr das bei den ganzen Autos hier, gerade bei diesen Oldtimer mit Karosseriearbeiten? Macht das teilweise auch der Lackierer immer oder bereitet ihr die komplett alle immer vor? Der Lackierer macht nur Lack. Ja, okay. Eigentlich schraubt er nicht einmal eine Schraube raus, ne? So wie sie es am liebsten auch haben wollen. Genau, genau. Alles fertig bringen, zerlegt bringen, dass sie wirklich nur noch ihre Arbeit machen können. Die Karosseriearbeiten machen wir unterschiedlich, also gerade die Rostarbeiten immer wieder. Kennen halt auch viele Leute, dann hat der mal Zeit, mal hat der Zeit. Ne? Und weil das sind ja schon so viele Projekte, dass du auch aktiv für jeden Tag schrauben musst. Auf jeden Fall. Ne? Ich kann nicht immer schrauben. Ich habe die Zeit nicht. Aber wenn ich halt dabei bin, ich habe dem Micha auch gern geholfen oder so und mal zusammen ein Auto zusammengebaut wieder und auch mal zerlegt. Und ich bin ja auch gern dabei, um auch, ich habe brutal viel, ich bin ja kein Kfz-Mechaniker. Ich habe so viel dazugelernt. Also ich habe beim E30 habe ich gedacht, E30 brauchen wir mir nicht erklären. Ja. Scheißdreck, ich habe maximal 20% gewusst. Ja. Also wenn du dann mal mittendrin bist. Ja. Ne? Jetzt braucht man mir auch nichts mehr erzählen. Also war YouTube quasi deine Lehre zum Kfz-Mechatroniker. Ja. Auch motorentechnisch. Also ich bin immer noch kein Motorenbauer oder sonst was. Ne? Aber ich habe ein Verständnis für alles und ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Und ich verstehe auch, warum man dann hier mal das wegschleift oder das mal wegschleift. Die Logik habe ich verstanden. Warum man den Gewinde runterdreht, zum Beispiel. Warum man den Luftfahrwerk ausbaut. Genau. Okay. Genau. Ja, okay. Dann zeig mal den Dreier. Den müssen wir auf jeden Fall noch einmal sehen. Ja. Was ist das hier? Das ist ein Kundenfahrzeug. Da muss man nur an den Felgen was machen. Aber ist krass. Kennst du das Auto? Alpha, ja. Diesen brutal. Kennst du dieses Auto? Nee. Guck mal schön innen rein. Ist irgendeine Sonderedition? Nee, so kannst du so kaufen, aber Monocoque. Scheiße, jetzt habe ich heute die Wagen nicht mit. Mir mal interessieren, was so ein Ding wiegt. Ich kann es dir sagen, was er wiegt. Wahrscheinlich 1000 Kilo oder so. 895. 895? Und 2 Liter Turbo war das, ne? 1,8 Liter, glaube ich. Ah, okay. 240 PS. Krass. Und Mittelmotor, ne? Mhm. Ja. Gibt es aber auch anscheinend den größeren davon. Den 8C gibt es auch noch. 8C, ja. Aber gut. Nee, ich habe mich damit nicht befasst. Ich auch nicht. Untenrum alles Carbon, also für uns war es jetzt okay, cool, ja, aber. Musste man erstmal gucken, wo er die Hebel wieder ansetzt und so. Ja, das ist scheiße bei den Dingen, ja. Mhm.
Muss immer ganz liberal, ja. Auch noch ein Spenderfahrzeug da hinten. Das war, siehst du, eine Kratzer. Ja, da, das Ding war tot. Wir wollten den umbauen, dann war so viel Bleche übereinander geschweißt und rost, oh, Alter, was rauskam. Aber der das gespachtelt hat, hat sich Mühe gegeben. Mhm. Krass. Den nehmen wir dann komplett einmal. Mhm. Dann haben wir gesagt, ein bisschen Erinnerung lassen wir da, Rest schmeißen wir weg. Das ist ein S2. Der ist Unterboden jetzt komplett fertig, der sieht auch richtig sexy aus vom Unten. Wenn alle Bleche, also solche Bleche haben wir alle weiß gepulvert, den ganzen Unterboden neu schwarz gemacht, Achsen alles neu gemacht, neu gelagert. Jetzt kommt Next Step, hier Radläufe alle vier machen, der Motor ist beim Marco. Mit Anhänger. Mhm, dass wir was ziehen können. Kriegst du auch nichts mehr Vernünftiges. Wie ist so Plan Motorstep mäßig? Bei dem? Mhm. Zwischen 400 und 450. Ah, doch schon. Ja. Aber auch Optik, also eher zwei Lader dann so in die Richtung geht das dann. Genau. Aber auch mit Gewinde, also Gewinde ist schon drin und dann halt innen ein bisschen was, außen nochmal frisch machen, aber nicht die Farbe natürlich. Schwarz? Nee, nein, bei dem nicht. Ich habe nämlich S2 schwarz gesehen und es sah so kitschig aus. Ja, stimmt. Der kriegt das Misano rot. S2 in rot ist auch. Wirklich, wenn du so vorstehst, so sehr. Nogaro so Blau krass. Oder Misano Rot? Nee, oder ich schön. Bin für. Blau ist schon wieder RS2. S2 ja. Habe ich gesagt, mach ich rot. Misano Rot gefällt mir sehr gut. Aber beim RS4 auch. Ne? Und die Backen machen wir ein bisschen breiter. So 1,5 bis 2 cm. Geil. Ist auf jeden Fall ein wertvolles Auto am Ende auch, ne? Weil S2-Kombi gibt es ja auch nicht so viel. Nee, nicht gut. Ah, okay. Und hier war es ein Dreier. Mhm. Und alles, was so schwarz ist, eigentlich so normal Kunststoff ist, haben wir in matt lackiert. Ja. Komplett einmal rundherum. Ich mache das mit Licht an. Aber Schrauben an allen Autos gleichzeitig. Aber im Grunde zugeben, es war Überwindung für dich, die Farbe zu lackieren. Ja, war Überwindung. War aber auch, also so rot stehe ich ja mittlerweile auch gut. Ja. Wolf 3 in rot ist auch geil. Mhm. War auch eigentlich nicht die Farbe, sondern rot. Und dann habe ich gesagt, komm, muss mehr Kontrast her, aber weiß wollte ich nicht, Silber wollte ich nicht. Und dann haben wir die Farbe ausgesucht. Weiß finde ich auch geil, Golf 3. Mhm. Ist halt Kreide jetzt, ne? Ja. Porsche Kreide. Ja. Ja, aber stell dir mal vor, wir machen keinen Turbo-Umbau. Mhm. Also V6, rein Sauger. Rein Sauger, ja. Mhm. Ist auch vom Fahren her fahre ich auch cool. Also ist schon so, dass mit 200 PS fährt so ein Ding schon. Mhm. Kein Rennwagen. Ja, aber Emotionen, Sound so. Und so. Ne? Ist ja und auch schon wieder bald, selten. Bald Oldtimer, bald. Ist ja auch nicht so lange hin. Ne? Ja, ein Jahr noch. Und dann ist der auch der ist 93er. So, geil. Aber stell dir mal vor, von heute auf morgen würdest du alle Autos in eine neue Farbe lackieren. Und auf einmal sind alle Mutlu-Autos, bunt, weiß, einfach bunt, gelb oder keine gelb, Ahnung. Was alle gelb, Alter, stell das mal vor. Boah, krass, ne? Alle Autos im gleichen Gelb. Ich sag dir auch, das habe ich aber bei uns auch schon Folie oft gesagt. Machst du gar nicht, ne? Nein. Ich mache Standard, wie auch. Früher, wie ja, vor 30 ja, Jahren. Ich habe bis heute keine Folie. Blecharbeit, keine Folie, nein. Ja. Lack. Oh, stell dir vor, wären alle gelb. Hallo, Imola gelb von heute auf morgen. Ja, Imola-Gelb ist ja auch noch ein wunderschönes Gelb. Aber ja wobei bei so einem SEC oder so sieht das komisch aus. Das ist, glaube ich, ganz schön spannend. Ja. Ja, SEC gebe ich dir recht. Siebener, auf dem Siebener sehe ich sogar noch so ein bisschen. Aber auf dem Siebener war ich kurz davor, dieses Ding rot zu nehmen. Dieses BMW, was beim M3 auch drauf ist. Mhm. E46. Das fällt mir der Name nicht ein. Es gibt auch ein Imola-Rot? Ja. Ja, Imola-Rot. Imola. Ja, aber das ist auch eine schöne Farbe, aber finde ich schwarz. Das Ding ist ja immer bei uns, am Schluss kommen immer unsere Felgen drauf. Mhm. Im Prinzip nutzen wir YouTube mit in Verbindung Hobby immer als Werbefahrzeug, ja, dass da unsere Räder dann hinterher drauf kommen. Wir probieren ja sehr viel Räder aus auf neuere Fahrzeugen, damit die Leute sehen, aha, okay, 8,5, 19, 35 ist grenzwertig, 40 weiter drin, 30 weiter raus und mit welcher Reifengröße, das ist viel Information für die Leute. Das ist jetzt vielleicht für denjenigen heute im Video nicht so interessant, aber auf Dauer suchen die Leute halt nach diesen Videos und das ist sehr informativ für die Leute. Ja, glaube ich auch. Auf welchen Reifen du nimmst, wie das denn zieht und nicht zieht. Früher, also ich sage immer, früher war es ja so, da hast du so ein bisschen Google eingegeben. VR6 Golf 3 und den Felgennamen und so weiter. Ne? Da hast du ein paar Bilder gefunden, ein bisschen geguckt und so weiter. Wenn man es jetzt halt direkt auch noch live von jemand rübergebracht bekommt, ist es immer mit immer ET, geiler, mit Erklärung, mit so alles drum und dran. So viele, die wirklich einfach nur Felgen haben wollen für so ein Auto und sich nicht entscheiden können, so glaube ich auch, dass das... Ist ja immer für uns eine Werbung. Ja. Also indirekt ist es eine Werbung, deswegen machen wir das Ganze auch. Mhm. Weil wir daraus
brutal viel Feedback kriegen oder natürlich Kunden. Ja. Dann habe ich hier noch was, der Motor kennst du ja. Der war in so einem braunen Cabrio drin, mit so riesen Umbau. Mhm. Ja. Mhm. Wenn ich dir das schon zeige, dann weißt du eigentlich, was es ist. Ne? Braunes Cabrio. Der Motor war in einem komplett, in einem Tuning-Auto von Jahr 2005. Böse Blick mit Metall, Einnahmenwischer, ja. Tür clean und so. Und dann haben wir den da rausgeholt, weil die Karosse war tot. Und hab mir ein Audi 80 Cabrio besorgt und haben den Motor hier reingepflanzt. Also mit RS4 Lader. Funktioniert auch alles, bloß dass das Auto, was wir geschlachtet haben, ein 93er war. Das ist jetzt ein 96er. Wir haben alles reingesetzt, haben dem nur Plus Minus gegeben. Auf einmal hat der angefangen, Zündung ist angegangen, obwohl kein Schlüssel drin war. Mhm. Und dann, als wir den Schlüssel reingesteckt haben und auf Zündung gedreht haben, hat er schon versucht zu starten. Mhm. Also die Pin-Belegung war anders zum Modellwechsel. Ja, 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 ja. Da sind wir jetzt gerade dran mit dem Schaltplan, das jetzt zurechtzubiegen und dann ist der eigentlich auch schon fertig. Also unterrum alles fertig. Und das ist aber zum Glück ja auch ein Steuergerät, wo man auch zur Not ein bisschen nochmal programmieren kann und ja, so weiter. Ja. Da ist er da ja fit. Ja, Mutlu, ich bin. Ja, Zeit ins Bett zu gehen, würde ich sagen. Bei den ganzen Projekten, da raucht selbst mir schon der Kopf, deswegen. Ja, du hast noch nicht alles gesehen, ne? Das reicht auf jeden Fall für heute. Geil. Also, man muss mal einfach so sagen, dass jemand nochmal so die Speerspitze hochhält im Autos umbauen, sich was zu trauen, andere Motoren in die Autos rein und auch den Überblick behalten, weil ganz viele würden ja bei einem dieser Projekte schon sagen, das wird nicht morgen fertig, das wird auch nicht nächste Woche fertig. Muss es aber darf's auch aber nicht vergleichen. Genau. Darfst du aber nicht vergleichen. Die bauen ja die Autos dann dementsprechend alles um. Oder jede Schraube, jede Schelle wird da neu gemacht. Ne? Ja, aber hier ist ja auch schon alles umgebaut. Aber jetzt nicht so, wie einer in den fünf Jahren in seiner Garage komplett das Auto aufbaut. Nein, ja, aber... Das kannst du nicht vergleichen. Ich finde schon, dass das auf jeden Fall außerordentlich ist bei so vielen Autos, so viele verschiedene Motoren. Alle, ganz viele sträuben sich davor, schon so ein Auto so weit zu zerlegen, um es komplett zu lackieren. Weil sie Angst haben, es wird nie wieder zusammen sein. Ne? Und hier ist halt noch wo ein Wille ein Weg. Ne? Muss halt durchgezogen werden. Es ist wichtig halt, dass du es, deswegen kaufe ich ungern zerlegtes Fahrzeug. Mhm. Selber zerlegt. Also selber zerlegen, dann weißt du es. Mittlerweile machen wir es mit System. Früher war es einfach nur raus, das Zeug. Ne? Jetzt wird die Kabel werden beschrieben. Jetzt gibt es eine Kiste, wo alles reinkommt. Richtig. Und nicht überall auf Paletten verteilt. Also jetzt mittlerweile findet man das System da. Ja. Mhm. Also ein, zwei Projekte habe ich jetzt noch für nächstes Jahr vorbereitet, wo riesengroße Baustellen werden, aber dafür halt umso geiler. Ja, also, da freue ich mich drauf. Ist schon auch alles da. Ein Spender ist noch unterwegs auf dem Schiff, aber ansonsten, weil ich besorge mir schon die Spender in Japan. Besser, günstiger. Mhm. Meistens auch gerade Motoren laufen ja schon besser von da. Also, du kriegst für das Geld ein komplettes Auto, ja, wie die hier für einen Motor wollen, der anscheinend 60.000 hat. Ja, wie alle. Ja. Jeder eBay-Motor hat ja 60.000 oder 80.000 gelaufen. Ob der überhaupt läuft, weiß ich nicht. Aber das andere Auto, was jetzt aus Japan kommt, das kannst du wenigstens auf dem Hof fahren oder mal draußen mal eine Runde drehen, ob alles funktioniert. Und du hast so viel zum Schlachten, zum Verkaufen wiederum. Ne? Du hast alles. Okay. Daher. Vielen, vielen Dank. Gerne. Für diesen Werkstatt-Talk, spätestens Essen Motorshow, auf jeden Fall Mutlu besuchen. Wird immer vor Ort sein? Wahrscheinlich. Außer ich mache so Jigtoast hinten für euch. Also so eine Stunde pro Tag. Nein, danke fürs Zuschauen. Ich bin wirklich positiv schockiert motiviert, dass es tatsächlich noch weitere Leute gibt, die auch den Nagel so tief im Kopf haben, dass sie es einfach geil finden, sowas zu machen. Also immer wenn es jemand so sagt, dann weiß ich, okay, eigentlich übertreibst du es mit Projekten, aber so im Alltag fällt es mir nicht mehr auf. So, weil es ist ja wirklich so, das ist ja schon, man opfert ja wirklich schon viel, um diese Vielzahl an Projekten zu bauen und so weiter. Und das macht man ja weder für YouTube noch für es ist einfach so, du hast einfach Bock darauf und es ist halt einfach deine Leidenschaft. Ne? So, nur rein deswegen, sonst geht das glaube ich auch gar nicht. Das müsst du auch niemals wem beibringen können oder wie auch immer. Das ist eigentlich Hobby. So, das muss man einfach wollen. Muss man einfach Bock drauf haben. Ja. Und wenn man es dann noch auf Videos festhalten kann, natürlich auch Lösungen für die Leute bringen kann und natürlich für uns als Historie für das Auto, weil Checkheft kann ich nicht bringen für so ein Auto. Ne? Aber lückenlos. Ja, aber die Leute kennen die 30 Folgen, wissen genau, was an dem Auto gemacht worden ist.
Ich find's geil. Ich fördere das gerne. Deswegen danke fürs Zuschauen. Schaut bei Mutlo auf dem Kanal vorbei. Da seht ihr die ganzen Projekte hoch und runter. Jetzt geht's ins Bett. Morgen früh geht's weiter. Und dann sehen wir uns wieder. Ciao. Also, ciao.